Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Absu, der 93 Tour. Im letzten Teil sind wir hier diese sehr herbstbetonte Gegend hier vorangeschritten. Und ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Inventar gekriegt. Rasserie. Und nun, ich sehe viel mehr von diesen Säulen oder auch Gegenständen, die wohl mit dieser alten Zivilisation zu tun haben. Ich habe auch am Ende des letzten Teils einen neuen Tempel wiederbelebt und ein paar Walhaie freigelassen. Wo sind sie denn? Ich möchte sie reiten. In den Sonnenuntergang. Also, auf ihrem Rücken reiten. Nicht jetzt, was ihr wieder denkt. Und wenn ihr denkt, was ich nicht, wenn ihr nicht gedacht habt, was ich denke, dann habt ihr wahrscheinlich gedacht, dass ich was anderes gedacht habe. Schwamm drüber. Schwamm drüber. Wo sind die Haie? Wo sind die Wahrhaie? Da ist der Wahrhai. Komm her, du. Wahoo. Kein Wunder, dass der Wahrhai heißt. Ich meine, es ist ein Hai, aber der ist immens groß. Schaut euch die Flosse an bei dem Tier. Kannst du nach oben schwimmen? Kannst du nach oben schwimmen? Schwimm nach oben an die Wasseroberfläche. Ja, komm schon. Und ein bisschen geradeaus. Und nach oben. Na komm. Ziemlich großes Gestell. Und schwimm, schwimm, schwimm. Los. Ach, komm schon. Ja, dann gehst du nicht gerne in die Wasseroberfläche. Ach. Wäre es wirklich nur so einfach, hier mit Tieren zu schwimmen? Na gut. Ich habe hier Videos gesehen, wo Tiere sogar manchmal auf Taucher selber zukommen und dann mit ihnen kuscheln. Zum Beispiel ein paar Robben. So, danke schön, Herr Walhai. Wo ist der Punkt nur zum Meditieren? Ich möchte die Tiere sehen. Welche Fische werden hier vorgestellt? Bling, bling. Na, könnt ihr mir weiterhelfen? Ich sehe hier nichts. Ein abgelegener Punkt müsste hier doch sein, wo sich eine Meditationsstatue befinden kann, oder? Ah, oh, oh, da drüben, oder? Der ist da drüben, sieht vielversprechend aus. Man sagt ja, das Leben kommt aus dem Meer. Und ich würde auch mal sagen, dass die meisten Tierarten leben auch im Meer. Ah, da ist es ja. Ich wäre jetzt beinahe vorbeigeschwommen. So, Wetter 1 mit der See. Fähnchen Falterfisch. Na, den kennen wir doch schon. Zeige ich mir den nächsten Diamant-Picasso-Drückerfisch. Den kennen wir auch bereits. Ja, sind also in verschiedenen Arten. In verschiedenen Orten, verbreitet. Goldene Stachelmakrele. I, das waren alles Vokale. Schimmert sogar ein bisschen golden. Oh, nice. So, kennen wir schon. Der gelbe Masten-Pinzettfisch. Ach, den kenne ich auch von Findet Nemo. Das werdet ihr so oft hören, was ich alles von Findet Nemo kenne. Hä? Das war doch auch einer der kleinen Fische, der Nemo dazu sozusagen angezettelt hat, da zum Boot zu schwimmen. Kennen wir schon. Der gelbe Segel Doktorfisch, mein Blubbel. Blubbel, 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 ja, blubbel mal weg. Ich drück nach rechts und das geht hier nach hinten. Ernsthaft. Ja, die habe ich schon gesehen. Ach, du goldene Stachelmakrele. Dich verhökere ich hier auf dem Schwarzmarkt. Kuhkopfrochen? Wo? Das da? Das ist nur Rochen? Na gut, ein Kuhkopfrochen. Das heißt, der Kopf, der hat doch mal eine besondere Form. Interessant. Ich habe Rochen immer nur als diese flachen Tiere angesehen. Aber na gut, der Adlerrochen, der hat auch mehr was von dem Fisch. Da stellt man sich doch die Frage, was macht einen Rochen aus?
Genauso wie, was würde einen... Oh, jetzt sehen wir ihn in seiner Pracht. Oh, perfekt, wo er das Maul aufmacht. Lalalä. Now don't know when, don't know where, but I know we meet again some sunny day. Naja, wir haben uns letztes Mal getroffen und jetzt treffen wir uns wieder. Heieiei, oh. Bitte nicht fressen. Da sieht man auch die schöne Kiemen. Mann, was für ein großes Tier. Ich will nicht wissen, wie groß die Hinterlassenschaften sind. Ja, das ist ja... Deshalb ist hier wahrscheinlich so viel Grün, also so viel Seetangzeug. Die kacken alles voll, das ist der gute Dünger. Ja, dann natürlich wird auch noch gegossen. Ich meine, es ist die ganze Zeit im Wasser. Die Sonne scheint hin und... Aha. Jetzt sehe ich es ja erst richtig. Das ist ja, sage ich, zum Teil ist das... Sind das natürliche Mauern? Nein. Natürliche Mauern. Ja, das macht jetzt Sinn schon, ne? Anfangs waren das natürliche Felswände, ja? Und da sieht man jetzt mehr, das sind ja Tempel. Wobei, das ist ja auch ein Tempelbereich. Ist ja klar, dass es nochmal gibt. Das ist ja, sage ich mal, so ein Zufluchtsort, könnte man sagen. Vielleicht ist es genau das. Und deshalb sehe ich ja auch Fische, die in anderen Teilen, die ich zuvor gesehen habe, ebenfalls hier auftreten. Ein Zufluchtsort, wo diese Fische ebenfalls existieren können, wo sie sich vermehren können. Nein, das wollte ich nicht. Und das Tier, was ich beschwöre, in dem Fall der Walhai, ist sowas wie der Wächter. Der Wächter der Region, der Wächter des Tempels. Das spirituale Tier. Und ich tue damit, dadurch, dass ich die Tempel wiederbelebe, tue ich im Grunde... Bling, bling. Komm, ich will nochmal an die Wasseroberfläche schwimmen, das möchte ich nochmal mit allen Fischen. Schwimm mit mir! Schwimm, 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 schwimm. Turbo, Turbo, Turbo. Und... Na, das war nix. Brauche ich mehr Tempo. Wir müssen meine Flossen aber erstmal wieder Kraft tanken. Vielleicht sind die ja so solarbetrieben. Das heißt, wenn ich in der Sonne schwimme, werden sie stärker. Und? Na, nicht wirklich. Oh, okay. Ich bin froh, dass ich jetzt doch mal aufgetaucht bin, weil guckt euch mal das da oben an. Seht ihr diese leicht dreieckig geformte Insel da oben? Was ist das denn? Was ist denn das? Ist das ein Teaser für ein Spiel, wo man in einer Luftwelt hier ist? Und schwimmt! Wuhu! Ja, haben nicht wirklich Lust zum Hochschwimmen. Ist ja klar. So. Ich würde mal sagen, wir haben hier alles gesehen. Lassen wir mal die Walhaie sein. Lassen sie hier den Ort beschützen, den wir wiederbelebt haben, und dann geht's weiter. Oh. Das sieht jetzt schon wieder anders aus. Mit diesem kleinen Fluss hier auch noch. Klar, also was für uns wahrscheinlich hier Korn ist zum Leben, das ist wahrscheinlich da dieser Kelp, oder? Es gibt ja Seetang, aber das ist wahrscheinlich Kelp, das Gelbe, was da ist, oder? Jawohl. Ich denke, das, was ich gesagt habe, stimmt zu, dass das hier sowas wie unser Resultatbildschirm für den Level. Ich habe eine Muschel gefunden. Zwei Muscheln gefunden. Vielleicht das eine ist die Meditationsstatue, wobei ich da, denke ich, alle gefunden habe. Und das eine könnte die Brutgrube sein. Das mit dem Wal, das könnte ich mir gut... Ja, doch, stimmt. Das wird dann sogar da... Da sieht man sogar diese Hügel. Ach, das muss... Das soll das darstellen, aber... Was ist das jetzt da mit der Sonne? Oder diesem Stern? Seht ihr das? Würdest du mal nach oben gehen? Nach oben schwimmen, danke. Das da, was ist das denn? Das habe ich, glaube ich, vorher noch gar nicht gesehen. Oder ist damit der Tempel gemeint? Oder? Fragen über Fragen. Moment mal.
Was ist das? Das ist neu. Das habe ich noch gar nicht gesehen in einem der Tempel. Ha. Interessant, interessant. Eieiei. Das ist ein großes Tempelbild. Da sieht man das. Das ist das, was man da sieht, wenn man in diesen Tempel eintaucht. Diese Energiequellen, die sie anscheinend dem Tempel darbieten. Das ist im Grunde etwas ist, was sie ihm einflößen. Jawohl, da haben wir den Tempel. Da haben wir die... Ah! Das ist dieser kleine Fluss, den wir gerade da gesehen haben. Das ist eine Energiequelle. Diese Energiequellen füllen sie hier auf. Sie haben mit diesem Wasser, mit diesem leuchtenden Wasser haben sie den Tempel aufgefüllt. Das sieht man ja auch, wenn ich da dem Kraft gebe, dann füllt sich ja sozusagen der Ort mit diesem leuchtenden Wasser auf. Ah. Das könnte sein, dass es sehr... Wie sagt man? Dieses Wasser ist einfach sehr... Oh, mir fällt das Wort nicht ein. Moment, ich trinke mal was. Vielleicht fällt es mir dann ein. Hat sogar auf Klick gemacht. Sehr nährstoffreiches Wasser. Richtig nährstoffreich. Wow. Ach, ich hätte mir das also sparen können mit dem Rumschwimmen. Jetzt hat es nämlich das Licht angemacht. Hallo? Höre ich hier gerade eine Tür aufgehen? Tatsache, also sie... Das ist die Energiequelle. Das ist dieses violette Licht, was wir unter Wasser sehen. Das heißt, dieses Wasser, dieses leuchtende Wasser... Also die Quelle davon ist dieses violette Licht. Und dieses Licht und dieses leuchtende Wasser geben wir dem Tempel, um ihm Leben zu geben. Nur stellt sich jetzt die Frage, wieso wundern, warum sind die Tempel dann, warum haben die kein Leben mehr? Beziehungsweise am Anfang des Spiels haben wir diese Lichtquelle gesehen, ja? Was hat es damit auf sich? Könnte es sein, dass die Quelle selber hat Energie verloren und nun müssen wir die Tempel so wieder beleben, um der Quelle wieder Kraft zu geben? Oder ist es etwas Schädliches, dass die Quelle sowas wie uns warnen wollte? Also das hier definitiv sind ja die Tore, die wir schon passiert haben. Die wahrscheinlich den Eingang zu den Tempeln schützen sollen oder eben Eindringlinge davor abhalten sollten. Denn diese Tore haben sich ja nur geöffnet, wenn wir die Minisubs haben. Oder vielleicht auch, wenn es Personen entdeckt hat, die diese Energie in sich tragen. Es würde nämlich Sinn machen, wenn wir eben Teil einer alten Zivilisation sind und eben diese Energie benutzt haben, um dem Tempel Leben einzuhauchen, dass wir ebenfalls einen Teil dieser Kraft in uns tragen, weil wir dort gelebt haben. Echt, und das ist das, was ich jetzt hier raussehe durch ein paar Wandmalereien und das, was ich halt erlebt habe. Meine Güte. Also dieser Abschnitt hier, das ist wunderbar gemacht, weil dadurch werden vielleicht sogar ein paar Sachen geklärt, die ich mir jetzt frage, was das für eine Bedeutung hat. Das sind alles Sachen, die wir ja bereits gesehen haben und interagiert haben und dadurch können wir uns dann etwas erschließen oder Theorien aufbauen, wie was sein könnte. Also wo immer wir jetzt sind, sind wir vielleicht sogar schon am Ende? Kann das sein? Nee, oder? Da muss doch noch was kommen, oder? Moment. Meditationsstatue. Moment, ich mache hier erstmal Licht an. Schaue mir die Bilder an und dann meditiere ich. Ja, sonst ist das hier so dunkel. Sonst sehe ich hier überhaupt nichts. Und pling. Jawohl, dann sehen wir auch das, was wir auch ebenfalls bereits gesehen haben. Oh, was bist du denn? Bist du eine Muräne? Ich glaube ja. Der Tempel und dieses spirituellen Wesen.
Oh mein Gott, da sehen wir es. Ich glaube, uns... Es fehlt nur noch ein Tempel. Wir haben einmal... Ganz am Anfang haben wir den Rochen gesehen. Dann die Orcas. Dann den Hai. Jetzt den Walhai. Und jetzt... Ein Oktopus. Und, nee, ein Tintenfisch. Tintenfische haben spitze Köpfe. Und haben, glaube ich, 10 Tentakel ungefähr. Und Oktopusse haben 8 und haben einen runden Kopf. Das könnte jetzt also bedeuten, dass nur noch ein Tempel fehlt. Und das hier. Sie bringen Schätze zu den Tempeln und sie werden begleitet von einem Hai. Könnte das wirklich sein, dass ich habe den Hai, den wir jetzt die ganze Zeit gesehen haben, als Feind angesehen, aber dass der Hai eigentlich mein Beschützer ist? Hatte er vielleicht den Minisub angegriffen, weil er gedacht hat, das wäre eine Bedrohung? Und als er gesehen hat, Moment mal, ich bin ja da. Dass er deshalb dann aufgehört hat anzugreifen und uns eher begleitet hat? Anemonenfisch, Die haben wir schon vom Kleinfisch her, vom Muster, Wie spricht man den Namen denn aus? Kolakant, würde ich jetzt sagen. Also ich kenne jetzt den Fisch nicht, aber ich kenne ein Pokémon, auf dem wahrscheinlich, das wohl auf diesem Fisch basiert, nämlich Relikant. Jetzt sehe ich nämlich auch die Filmbildung, wirklich Relikant hat Eigenschaften wie dieser Fisch. Zum Beispiel diese großen, eckigen Flossen. Und es ist eine grüne Moräne, jawohl. Recht gehabt. Ich habe nämlich das Gefühl, wir werden jetzt wirklich dann in die Tiefsee kommen, weil... Schaut euch mal die Fische an, auch ihre Augen leuchten. Oder hat es vielleicht nur mit dem Wasser zu tun? Schiffshalter. Lass mich raten, die heißen so, weil sie eher in Schiffen zu finden sind. Sie halten also die Schiffe, sind dort die Mieter. Ich glaube, soweit habe ich alle. Wobei, nee, wie heißt der Fisch? Achilles Doktorfisch. Ziemlich viele Doktorfische hier. Haben alle einen Abschluss an der Doktorschule gemacht. Und der Wimpelfisch, den kennen wir schon. Gut, ich glaube, ich habe hier alle. Yep. Alle sind versammelt auf meine Reise. Na, ist das nicht schön? Die Reise, die wahrscheinlich bald zu Ende gehen wird. Da unten wieder das Zeichen der Quelle. Ich bin aufgeregt, aber gleichzeitig habe ich auch etwas Angst, weil ich nicht weiß, was ich erwarten kann. Hier zum Beispiel, hier ist jetzt die Tempelwand, ist die eingebrochen oder sollte der Eingang so sein? Da haben wir zumindest das nächste große Tor. Und die Stimmung, ja, die war gerade eben sehr ominös gewesen, also sehr unheimlich. Hier ist es schon wieder ein bisschen lockerer. Na, lässt du mich durch? Bling, bling. Ich habe die Schrift meiner Brüder und Schwestern gesehen. Aber was wird dort hinten auf mich warten? Schwimmen wir aber durch und gucken nach. Woo! Was mir bei solchen Spielen ja auch gut gefällt, ist, manchmal gibt es ja gar nicht, ist vielleicht gar keine feste Story geplant, sondern jeder kann sich vielleicht seine eigene Geschichte entwickeln. Sie haben zwar Ähnlichkeiten, ja, also was jemand anders interpretiert, aber einfach alle, die jetzt zusammenfließen, wie ein Fluss ins große Meer. Aha, das war jetzt bewusst jetzt diese Anspielung, dieser Vergleich, ja. Dass vielerlei Theorien, die aber trotzdem Unterschiede aufweisen, auf das Gleiche hinausführen. Also halt, ist ganz klar, unsere Aufgabe ist es, hier Leben wieder reinzubringen. So wie es unsere Vorfahren vor uns getan haben. Nur stelle ich mir immer noch die Frage... Warum sind wir alleine? Man hat auf der Wand mal reingesehen, es gab sehr viele von uns. Sind wir alleine, weil wir... Wurden wir zurückgelassen? Wurden wir zurückgelassen? Wurden wir getrennt?
War irgendwas passiert? Eine Katastrophe oder so? Oder wurden wir bewusst zurückgelassen, um etwas zu vervollständigen, was unsere Freunde nicht tun konnten, weil sie schnell weg mussten? Wussten sie vor was wieder? Aber wieso haben sie dann uns nicht mitgenommen? Oder haben sie uns wirklich zugetraut, dass wir das alleine hinkriegen? Eieiei. Gut, meine Damen und Herren. Ich würde mal sagen, demnächst könnte ich hier das Finale von Absudan sehen und mal schauen, was am Ende passiert. Werden wir vielleicht mit unseren Freunden wieder vereinigt sein? Werden wir vielleicht unsere Aufgabe erfüllen? Werden wir vielleicht dann nicht mehr existieren? Oder werden wir einfach weiter schwimmen, solange wie es die Meere gibt? Wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Und bis dahin hoffe ich, meine Damen und Herren, hat Ihnen diese Ausgabe von Absolut gefallen? Wenn ja, lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, ihr 93 Jovo. I love to entertain you. Tschüss. Hey, goodbye.